Und da seinerzeit, als wir das Kontingent abdecken mussten, nicht genügend Facharbeiter, in Form Italiener, Spanier, greifbar waren, ja, auch nicht die erforderlichen Qualitäten innerhalb dieser Angebote vorhanden waren, haben wir auf türkische Gastarbeiter zurückgegriffen. Das haben wir gerne getan. Der Lohn für die türkischen Gastarbeiter ist der gleiche, den auch Deutsche bei der harten Weichenarbeit verdienen. 400 bis 600 Mark. Für ein Jahr haben sie sich verpflichtet. Alle Türken sind begeistert von Trainer Jupp Derwall. Wie geht's Ihnen dort? Ja gut, mir geht's ausgezeichnet. Ich komme mir nicht so vor. Ich fühle mich als König in der Türkei. Aber weil man auch sehr nett aufgenommen ist, weil man arbeiten kann, weil Bedingungen erfüllt werden, rein arbeitsmäßig, weil man gute Freunde gefunden hat. Das ist das, was Freude macht. Wenn wir wieder vor die Wahl gestellt werden, dann nur türkische Facharbeiter. Auf Gleis 14 fährt ein der Sonderzug für türkische Arbeitnehmer in der Bundesrepublik aus Istanbul. Planmäßige Ankunft 5 Uhr. Nun ja, sie waren Gäste und sie wollten und sollten arbeiten. Schön aber ist es, dass auf andere Weise Geschichte geschrieben wurde. Grüße unter uns an die 40 Migrantinnen und Migranten der ersten Zuwanderergeneration, die heute zum Teil gemeinsam mit Partnern und Familien. Mein Name ist Şahin Taşçıoğlu. Man nennt mich auch James. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll oder ob mein Leben in ein paar Minuten erklärt werden kann. Jedenfalls hatte ich eine tolle Zeit in Deutschland. Genauer gesagt, in der Stadt Duisburg. Der Name James, Spitzname James, ist ein Marker. Ja! Wenn ich irgendein Problem hatte mit Türken oder untereinander, dann hat James immer gerne geholfen und hat immer gerne vermittelt, eingegriffen, war schon okay. Und ich hoffe, dass der James noch viele Jahre hier uns Duisburger erhalten bleibt. Ja, James, der Name ist ein Begriff gewesen mal, so Anfang der 80er Jahre. Ich glaube, das war der erste Türke, der in Duisburg ein Bistro eröffnet hat, wo sehr viele Deutsche reingegangen sind. Es hat eigentlich alles 1966 mit einem James-Bond-Anzug angefangen. Schließlich war ich nicht James Bond, sondern Stahlarbeiter in Hüttenheim. Ab 1978 kam mein ganzer Stoß das Gypsy Bistro, in dem ich mich als erster türkischer Gastronom betätigt habe. Von diesem Zeit schwärmen meine Bekannten noch heute.
Jedenfalls konnte ich mich sehr schnell in Deutschland integrieren, was meine Mitbürger hoffentlich genauso sehen. Warum wir nicht anpassen können? Die Deutschen wollen mit uns nie zusammen wohnen. Die Kinder früher auf, morgen aufgestanden, alle Türkisch gesprochen. Keine deutschen Kinder da. Keine deutsche Familie da. Türken zusammen wie Anatolien. Hallo, Merhaba und. Die können gar nichts Deutsch lernen. Deutschland, in der Welt, überall. Hallo, heilige Hitler. Das ist hier Integration. Wir haben uns integriert, wir fühlen uns hier wohl. Und ich habe mich etabliert und integriert. Meine Familie, das ist halt hier Integration und wir sind mittendrin, mitten im Leben. Ja, Integration Türken hier bei uns in Deutschland. Also die Älteren haben sich, wie ich mal von vorhin, mit Sicherheit integriert, aber ziehen sich meines Erachtens nach nicht alle. Aber die ich so vom Bergheim kenne, so die Klicken, die bleiben unter sich irgendwo. Die sind also nicht großartig viel mit Deutschen zusammen. Ich meine, die sind hier Gastarbeiter bei uns. Und jeder, der hier arbeitet oder sein Geld hat oder sein Geld gespart hat oder seine Steuern bezahlt, soll gerne hier bleiben, soll gerne sich machen, was er will. Habe ich nichts gegen. Aber die Leute, die hier rüberkommen und nichts tun, nur die Hand aufhalten, ich weiß nicht, davon gibt es genug hier. Gut, wir Deutschen sind selber schuld, als ihr rüberkamt, auch die Italiener, ich kenne sie ja noch alle. Du gucken, du machen, du tun. Man musste mit denen vernünftig reden. Die übernehmen den Mist ja, wenn du so mit ihnen redest. Der Türke ist an sich ja sehr stolz. Aber du findest keinen irgendwo mit Kopftuch. In der Türkei dürfen die noch nicht in öffentliche Gebäude mit Kopftüchern. Warum machen sie es hier? Hier in Marxloh ist es genau umgekehrt. Hier gibt es keine Italiener und Spanier, also so gut wie keine. Ja? Und dafür aber viel mehr Türken. Und wir Deutschen integrieren uns eben mit den Nationalitäten ganz einfach. So sehe ich es. Tabii ki o günden bugüne kadar değişen her şey oldu. Diyelim ki Almanca biliyorsun, adamın ne demek istediğini anlıyorsun biraz. O zaman Almanca bilmiyorduk, anlamıyorduk ama şimdi onu anladığımız için her şey değişti tabii ki haliyle. 1980'a kadar, 85'e kadar iyiydi. Ondan sonra 74'ten sonra işsizlik vardı burada. Yani daha getirmiyorlar yabancıları. Wann bist du Türkei gehen? So Blödsinn ist das. Meine Kinder hier wachsen, ich bin hier in Rente kriegt. Ich bin Familien, alles hier. Wohin gehen? Wann gehen? Bei mir so fragen. Das ist ein komisches Wort. Dieses Jahr wurde ich mit 49 anderen Immigranten ins Rathaus eingeladen, um feierlich die 50 Jahre Anwerbeabkommen Deutschland-Türkei zu feiern und um mich ins Goldene Buch der Stadt Duisburg einzutragen. Danke Deutschland, danke Duisburg für die guten und schlechten 46 Jahre hier. Der erste große Applaus dieses Ich glaube, es ist wichtig, Menschen zu akzeptieren, unabhängig davon, woher sie stammen. Lasst euch nicht von Vorurteilen leiten und lasst uns friedlich miteinander leben. We'll be right back.